So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Repentance. Wir haben aktuell einen Lauf. Letztes Mal haben wir mit Lilith Delirium besiegt. Obwohl ich eigentlich mit Lilith zur Chest wollte und da gehen wir jetzt immer noch hin. Ich muss immer noch mit Lilith zur Chest. Also, neuer Anlauf. Wir hatten halt echt coole Items, das muss man dazu sagen. Und ich habe aus irgendeinem Grund habe ich es geschafft, einmal den Kollegen hier so zu verdoppeln, dass er geblieben ist. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Weil normalerweise geht der wieder weg für den Raum danach. Na, so wie jetzt. Er ist einfach wieder weg. Aber in dem Fall, wo ich gespielt habe, letztes Mal ist er... Einmal ist er geblieben. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Vielleicht war es ein Bug. Keine Ahnung. Aber am Schluss hatten wir dann sowieso so eine krasse Kombination zusammen, dass wir ständig haben wir... neue Kollegen gespammt und... Oh, da ist schon der Boss, das ist nicht gut. Wir haben ständig neue Kollegen gespammt und Herzen bekommen und ich hatte ein Item, mit dem ich... ich hatte dieses Kabel, mit dem man praktisch ein Spacebar-Item so lange einsetzen kann, solange man Herzen hat. Gleichzeitig hat aber irgendwas, ich weiß nicht mal, was es war, er hat irgendwas mir Herzen generiert. Sodass ich unendlich viele Kollegen praktisch generieren konnte. Und naja, dann ist man faktisch unbesiegbar. Also, da hat dann auch Delirium keine Chance mehr. Delirium ist ja auch so schon unfair genug, dann dürfen wir auch mal unfair sein, hätte ich jetzt mal gesagt. Okay, Rainbow Tears. Wirkt es auf den sich aus? Das wirkt auf den sich überhaupt nicht... Oh, das ist natürlich doof. Ja, das ist natürlich komplett doof. Aber weiß nicht, ob ich das weiterspielen will. Wir gucken mal. Aber die Rainbow Tears nützen mir zu... Ach so, doch, die Rainbow... Ja, okay, ich dachte, die Rainbow Tears sind Effekt... Also Effekt im Sinne von... Aber ja, die sind okay. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Es wirkt sich auf die aus. Ja, okay. Ich dachte nur, die färben sich dann und so. Aber die färben sich nicht. Die sind nicht andersfarbig, sondern... Passt schon. Wir haben die zusätzlichen Effekte, haben sie. Alles gut. Ja, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Es ist alles bestens. Wir haben tatsächlich Rainbow Tears. Alles gut. So. Ja, dann gehen wir weiter. Wir haben leider noch keinen Schlüssel für die nächste Ebene, aber das ist okay. Ah, jetzt sieht man den Effekt von den Rainbow Tears schon besser. Oh, nice. Großartig. Immer wieder ein Fest. Lass mich in Ruhe. Immer wieder ein Fest, diesen Ding einzusammeln. Diesen goldenen Schlüssel. Ach, komm. Weil man dann einfach überall rein kann. Hier wäre jetzt an sich nichts, wo ich wirklich sage, das muss ich mir holen. Das heißt, wir gehen einfach gleich wieder raus. Theoretischen Schlüssel, wenn wir 5 Münzen zusammenbekommen, würde ich mir vielleicht einen Schlüssel für die nächste Ebene schon mal holen. Aber ist an sich kein Muss. Okay. Spiel so, hey, du hast schon einen goldenen Schlüssel, nimm noch einen. Ist okay, Spiel, gar kein Problem. Verstehe das. Verstehe das vollkommen. Bossfight schon. Ich würde schon gerne erst noch das... Ja, Mist. Holy shit, der war fix unterwegs. Ich würde schon gerne noch das Item mir holen hier in der Ebene. Nein! Oh, jetzt wird es kritisch mit der Energie. Wird es langsam ein bisschen kritisch mit der Energie. Okay.
Okay. Aber so langsam müsste dann auch der Itemraum kommen. Jawohl. Das hätte ich verschieben können. Scheiße. Ah, das hätte ich verschieben können. Zu spät. Ja, das ist okay. Aber jetzt nichts Sensationelles. Es sieht immer nur cool aus eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. Aber gut, wir spielen mal weiter. Noch bin ich nicht so weit, dass ich sage, wir resetten die Geschichte hier. Jetzt ist die Frage, Schlüssel kaufen für die nächste Ebene? Ja, komm, sicher ist sicher. Save the first. Bevor ich keinen dann habe, aus irgendeinem Grund, nehmen wir lieber einen so mit. Falsche Richtung. Na gut, das Gute ist an diesem Ding, man zieht halt dann schon ziemlich... Wow. Man zieht halt schon deutlich besser. Na, also das muss man zugeben. Sehr schön, Happy Arms dabei. Und ein Twinkie. I wonder what it is. Okay. Wir gehen nicht in den Satan-Deal. Wir gehen weiter. Oh boy. Okay. Das ist zum Glück eine recht große Fläche, wo man die abschießen kann. Vielleicht schaffe ich es auch, die so abzuschießen, dass sie mir die Pilze ein bisschen mit in die Luft jagen. Aber an sich... Ja, komm. Ja, gut, einen habe ich mit hingejagt. Gehen wir erstmal die kleinen Räume ab, das ist vielleicht besser. Okay, ja, mit einer Bombe könnten wir hier ran, aber an sich ist es sonst kein Grund, hier zu sprengen. Okay. Nicht Itemraum, sondern Shop. Ist jetzt auch nichts, was ich jetzt besuchen würde sofort, weil wir ja gar nicht genug Geld haben. Also Quatsch. Hä? Wieso ziehe ich plötzlich... Haben das die Tränen gerade gemacht, die sich eingestellt haben? Wahrscheinlich ja. Ah, verflucht. Das war der dümmste Treffer mal wieder seit langem. Aber muss es leider auch noch geben. Okay, jetzt den Magneteffekt. Wie kriege ich den jetzt auf die Schnelle? Wie kriege ich die Dinger zu mir? Ah, das ist zu viel Glück. Oha, oh Vorsicht vor den ganzen... Boom ist natürlich auch immer eine nette Geschichte. Jetzt kann ich da nicht mehr so... Ah, okay, das geht jetzt nicht mehr. Man kann jetzt nicht mehr so quer... so quer reinschießen. Okay. Interesting. Oh, nice.
Mist. Blöd. Blöd, das hat mir jetzt wieder den Deal verharrelt. Ach, doof. Doofe Geschichte. Wow, wäre ich gleich da hochgegangen, hätte ich direkt den Dings gehabt. Blöd. Das ist wirklich wieder selten blöd jetzt gewesen. Purity. Ich weiß, ich sollte da warten, bis so ein Fluch kommt. Aber I don't know. Oh. Ich hätte gedacht, da bin ich sicher. Ach, weil ich die Bigger Bombs habe. Ja, ups. Lost. Komplett lost. Ganz ehrlich, ich habe eigentlich schon wieder keine so große Lust auf den Run hier. Wir gucken noch in die nächste Ebene und dann resetten wir wahrscheinlich. Das waren gerade wieder schon wieder zu. Ach so, ich habe übrigens das Gamma noch hoch. Das hatte ich nur wegen dem Fluch unten hochgestellt. So, lass uns mal so. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, eigentlich ist der Run jetzt nicht so mein Ding. Er ist jetzt nicht das Schlechteste, aber ist jetzt auch nicht... Ich habe mich halt schon wieder ziemlich blöd angestellt und das will ich eigentlich dann schon wieder nicht weiterspielen. Aber ein bisschen machen wir noch. Ein bisschen gucken wir noch in die nächsten Räume rein. Nur ich bin schon nicht mehr so konzentriert. Man merkt es vielleicht. Oh, den habe ich nicht realisiert. Ja, so Treffer, die halt vermeidbar sind, die ärgern mich einfach immer brutalst. Darf ich dann eigentlich direkt resetten? Okay, jetzt wäre ein Shopbesuch auch sinnvoll. Da oben war eine Arcade. Aber erstmal müssen wir das alles überleben, um dahin zu kommen. Zu den Sachen, die ich gerade genannt habe. Bisher ist jenes ja nicht der Fall. Naja, jetzt sind wir wieder ein bisschen besser dran. Okay, da ist der Shop. Den werden wir gleich mal besuchen. Ach, komm schon. Da ist dieses coole Item, aber dafür müsste ich jetzt wieder die Box dann hier lassen. Will ich nicht. Kann kein anderes Baseball-Item mitnehmen, das ist das Ding. Ich könnte es direkt einsetzen. Ich guck mal gleich, was es hier in Devs gibt. Ich bin noch nicht in Devs. In den Caves. Gibt es in Caves schon ein Item, was ich dann bekomme für die Pandoras Box? Gibt es da schon ein Item für? In Caves. Ein Boss-Item! Ja, gönne ich mir. Gönne ich mir. In Caves gibt es ein Boss-Item für den. Dann kaufen wir das doch dann schon gleich mal. Ah, ich bin sogar Caves 2, ne? Ja, richtig. Ein Boss-Item und zwei Soul Hearts ist dann jetzt der Deal gewesen. Sehr gut. Okay. Speed-Up ist auch nicht schlecht. Trotzdem sind die Fehler, die ich halt gemacht habe, schon echt ärgerlich. Also, die bleiben natürlich nervig. Oha! Ich
glaube, das war so eine Trail von Dings, die ich hinter mir herziehe. Wir nehmen auf jeden Fall das Brimstone Baby mit. Ich guck kurz nach, aber ich glaube, das war einfach so eine Wasserspur, die ich hinter mir herziehe. Weil wenn es jetzt was anderes ist, dann ärgere ich mich gleich schwarz. Genau, Trail of Tears. Ja. Ja. Ist, denke ich, jetzt nicht so schlimm, wenn ich es nicht genommen habe, ne? Clearen wir noch die anderen Räume. Diesmal gehe ich da durch. Weil da, wie gesagt, der Run jetzt eh schon für mich nicht so der beste war, will ich jetzt auch alles auschecken. Ob vielleicht noch irgendwo was ist, was uns nützlich sein könnte. Na, dann gehen wir jetzt auch kurz in den Stachelraum rein. Also in den Curse Room. Ich weiß, es kostet mich jetzt Herzen, es ist halt so. Vielleicht ist es ja nützlich. Aber bisher nicht. Gut. Die blauen Herzen behalte ich, ne? Ja, okay. Dann habe ich im Prinzip nur ein Herz hergegeben. Dann ist alles gut. Dann habe ich im Grunde nur ein Herz hergegeben. Ja, lol. Damit kann ich leben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich für die Münzen, die ich habe, spielen gehen soll. Er könnte halt schon... Na komm, wir probieren es aus. Mal gucken, ob er schon was dealt. Komm, sei gnädig. Ich nehme erst die eine und dann nehme ich die andere. Okay, bitte sei hier auch was. Wenn das jetzt was Gutes ist, haben wir drei davon. Das ist ja insane grad gewesen. Holy shit. Okay. Ich würde sagen, wir spielen den One weiter. Oh mein Gott, das habe ich nicht verdient. Das habe ich mit der Leistung, die ich erbracht habe, wirklich, wirklich nicht verdient bisher. Na gut, das nützt mir leider nichts. Aber vor allem das Ding ist halt... Alles, was wir jetzt haben, wir haben ja mehrere Familias und alle werden jetzt verdoppelt. Also vor allem auch die Brimstone Guys. Das hatten wir ja schon bei Delirium vorhin. Was eine ganz coole Geschichte ist. Wait, ich merk's jetzt erst! Ich hab das nicht realisiert! Merkt ihr was? Ich schieß wieder ganz normal. Dadurch, dass ich dieses Ding eingesammelt habe, hat sich das wieder auf mich übertragen. Lilith schießt wieder Tränen. Das merke ich jetzt erst. Das ist ja insane. Dann könnte ich die Box ja wirklich aufgeben, falls ich ein besseres Spacebar-Item bekomme. Dann haben wir jetzt im Prinzip einen normalen One vor uns. Denn der Effekt von Lilith ist damit ja weg. Es schießen jetzt ja nicht mehr die anderen Viecher. Durch die Box schieße ich halt dann doppelt so schnell, doppelt so viel. Jo, das ist ja mal voll interessant. Das ist ja mal übelst interessant jetzt. Das war dumm. Nice. Ist jetzt zwar, glaube ich, Status Quo, dadurch, dass ich hier in die Stachel reingerannt bin, aber grundsätzlich wäre es nice gewesen.
wenn ich nicht dumm gewesen wäre. Okay, nice. Itemraum. Nice. Nice Geschichte. Aber guck mal, jetzt zum Beispiel sind die vier doppelt. Die sind jetzt übrig, also die sind jetzt einfach doppelt tatsächlich da, die Brimstone Guys. Hey, ich raff das nicht. Mal klappt es, dass es sich verdoppelt und mal nicht. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe es noch nicht verstanden, wo der Zusammenhang ist. Aber das andere hat sich nicht verdoppelt. Es sind nur die Brimstone Guys doppelt geblieben. Sehr interessant. Sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Okay. Ich wiederhole mich. I'm sorry. Aber jetzt schießt sie wieder normal. Das ist mir echt nicht aufgefallen. Das ist ja voll gut. Alter, das ist mir viel zu spät aufgefallen. Seit ich diese Traktordinger habe, ist das so, ne? Das, oh mein Gott, dass mir das nicht aufgefallen ist. Das ist schon echt dumm. Okay, dann nicht. Das ist schon echt richtig dumm, dass mir das nicht aufgefallen ist. Kannst du immer wieder sagen. So dumm ist das. Ne, brauchen wir jetzt gar nicht sprengen, weil blaue Herzen haben wir ja voll. Ja, dann gehen wir zum Boss, ne? Ja, lol. Wenn ich getroffen werde, dann kann ich es nochmal noch... Oh, wir haben 100% Engelchance. Wir haben 100% Engelchance. Sehr nice, wir gehen zum Engel. Oh, auch nice. So, was haben wir hier Hübsches? Jawollo. Okay, ganz ehrlich. Rein da. Der hält natürlich mehr aus als sein Kollege. Aber juckt nicht. Yo, der One ist... Hat sich ein bisschen gewandelt dafür, dass ich gerade so demotiviert war. Was so eine Erkenntnis alles ausrichten kann. Mir ist das nicht aufgefallen. Mir ist es einfach nicht aufgefallen. So, damit haben wir das Piece schon zusammen. Das Key, die Keys. Sehr schön. Dann können wir jetzt noch das blaue Herz holen. Dann sind wir da wieder voll. Und dann weiter. Im Programm. Insane. Ey, jetzt hat sie auch die Tür. Ich dachte, die Tür kriegen nur die Charaktere, die Dings besiegen. Wie komme ich da rein? Was muss ich tun? Wann öffnet sich diese Tür und für wen und wieso und weshalb? Das heißt, es muss nicht der Charakter dafür Dings besiegen, sondern die Tür ist für alle aufgetaucht. Nachdem ich einmal Mother besiegt habe, ist die Tür für alle aufgetaucht. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ja, ja. Folgendes. Das Messer, mit dem ich die rote Tür öffne. Ne? Das bekomme ich ja in den Minen zuletzt.
Und über die Minen kann ich ja auch zurück in Devs gehen. Beziehungsweise ist es, glaube ich, sogar egal. Wahrscheinlich taucht es einfach in jeder letzten Ebene auf. Dass ich mit dem Messer diese Tür vielleicht öffnen kann, wäre meine Idee, mein Gedanke. Na, ich weiß es nicht. Das war es leider nicht wert. Aber das wäre mein Gedanke. Dass ich mit dem Dings diese Tür öffnen kann. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ist nur so eine Idee. Mit dem Messer. Dass ich also damit nicht nur die rote Tür öffnen kann, sondern auch die andere. Aber wie gesagt, ich... Keine Ahnung. Es wäre möglich. Muss nicht sein. Ja, das Balls of Steel. Das Ding, also das, was ich an der Maschine gespielt habe, war halt die... Quatsch, Maschine. Es war ja die Coins Purse Dings, was mir das gebracht hat. Das war halt insane, dass ich da so viel blaue Herzen auf einmal hatte dann. Es kann so schnell, kann ein Run sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Es ist immer wieder unglaublich. So, hier geht's eh leider nicht weiter. Aber ich krieg nochmal einen Schlüssel, das ist ganz schön. Den nehme ich gerne mit. Wow, 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 wow. Vorsichtig, Kollege. Okay, vorsichtig. Nicht explodieren in... Oh. Naja. Hätte besser laufen können. Oh Gott, da unten sind die ganzen Pins. Ich wollte schon wieder sagen, das ist ja ein sehr leerer Raum, ne? Das sind einfach die ganzen Pins überall. Besuch im Shop wäre jetzt aber schon nochmal cool. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ein Besuch im Shop wäre jetzt schon nochmal cool. Okay. Alter. Kommen einfach gleich mal zwei von denen, ne? Yes. Nice Geschichte. Abflug. Die Vermutung liegt nahe, dass der Boss hier unten weitergeht. Also der Weg zum Boss. Wissen kann man es natürlich noch nicht. Aber es geht halt immer weiter. Ah, Scheißdreck. Bin ich da auch noch reingerannt. So. Das Schöne ist, jetzt kann ich das nämlich doppelt aufladen und dann bei jedem Boss einfach direkt doppelt reinsammeln. Das ist ganz cool. Okay, da ist Bossy. Bossy Time. Nee, nicht Bossy Time. Wir wollen ja aufladen. Dass es voll ist. Habe ich ja gerade noch gesagt. Dann dürfte ich nämlich praktisch einen Dreifachschuss im Prinzip machen. Wo ist denn jetzt noch einer? Wo ist jetzt noch einer? Oh!
Da war noch eine Fliege. Ich bin einfach reingerannt. Okay, alles klar. Dann können wir noch ganz kurz einmal gucken, ob hier ein Geheimraum ist. Sehr schade. Weil dann wird es jetzt kritisch. Dann könnte er hier noch sein. Ja, dann ist er ganz woanders. Dann ist er leider nicht so einfach auffindbar. Schade. Schade. Aber mit 4 Bomben will ich jetzt auch nicht übertreiben, was das angeht. Oh, wir haben gerade wieder die Dings. Kommen dadurch... Ja, kommt hier, kommt zu Papa. Oh, wollte ich nicht. Okay. Nee, Quatsch, da kann... Ja, er könnte, aber eher nicht. Ja, komm, wir gehen. Wir gehen. Passt schon. Passt schon, passt schon, passt schon. Hey, wieso hat das Brimstone sie nicht getroffen? Das ging voll ins Auge. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ciao. So, diesmal aber führt uns der Weg in die Kathedrale. Gut, weiter im Programm. Also, das Wichtigste für die nächste Ebene. Zusammensammeln, was zusammen geht. Und dann... Oh, guck mal, jetzt sind die auch einfach zu zwei... Also, jetzt sind die auch zwei wieder. Jetzt habe ich den Zweierschuss die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wann das manchmal passiert und manchmal passiert es nicht. Okay. Da habe ich ja eine Chance auf recht viel HP ab, aber nee. Die lassen wir in Ruhe, die Maschinen. Wenn hier nicht gleich Millionen Herzen rumliegen in dieser Ebene. Lassen wir das alles schön in Ruhe. Das Einzige, was ich jetzt im Prinzip möchte, ist, dass ich das zweimal auflädt, dass ich beim Boss das zweimal einsetzen kann. Aber wir haben jetzt ja eh schon sozusagen die Auf... Ah, schade. Wir haben jetzt ja eh schon die Aufladung. Einfach für den Doppelschuss. Gut, der ist jetzt einfach schon standardmäßig da. Das geht jetzt ja nicht mehr weg. Finde ich cool. Aua. Das war nicht so cool. Schade. Okay. Aber ich überlege kurz. Ja, machen wir jetzt. Oh, nice. Oh, das war auf jeden Fall ein wertvoller Raum. Hat was gebracht. Hat aber sowas von was gebracht. Okay, das müssen wir uns... Nee, müssen wir uns nicht ganz zum Schluss holen. Ich habe so viele blaue Herzen. Das nehme ich gleich mit, bevor ich den Quatsch hier noch vergesse. Bevor ich den Quatsch hier noch vergesse, nehme ich das gleich mit. Ich wollte gerade sagen, da ist auch noch ein Dingsrock. Ja, schön. Dann jagen wir dich noch in die Luft. Und gönnen uns. Der droppt dann wahrscheinlich Herzen. Das nützt mir gar nicht mal so viel. Aber dann kann ich jetzt eigentlich sogar ohne Schaden wieder rausgehen, indem ich einfach mich nochmal raussprenge. Wird zwar mit meinen Bomben dann langsam knapp, aber ist in Ordnung. Ne? Kann man machen. Okay, gefährlicher Raum. Aber ihr! Die schießen. Habe ich ganz vergessen. Ah, stop it! So. Mein Gott. Mein Gott. Gefährlicher Raum, wenn man nicht aufpasst. Yo! Da gehen wir auf jeden Fall nochmal rein. So, ich könnte jetzt mit Hanged Man sogar einmal umsonst hier reinsegeln. Ja, komm, wir gehen rein. Wir haben zwei Guppy-Items. Die Chance auf das dritte Guppy-Item ist nicht null. Schade.
Na gut, dann muss ich den Hit jetzt taken. Es tut weh, aber es ist leider so. Bio Wizard interessiert mich. Jetzt können wir dann gerne den Boss finden. Jetzt sind wir voll aufgeladen. Jetzt können wir gerne den Boss finden. Bevor wir noch Energie... Oh, nice! Ich wollte gerade sagen, bevor wir noch Energie verlieren, aber das ist natürlich auch nochmal eine schöne Geschichte. Die nehme ich gerne noch mit. Oh, auch nice! Da würde ich gerne schon so sprengen, dass ich möglichst viele von den komischen Dingern mitnehme. Hier wäre nochmal Dings mit dabei. Ich spreng mal hier. Das nimmt die mit. Dann spreng ich mal noch hier. Das müsst ihr jetzt beide mitnehmen. Und dann habe ich ein Umbilicord. Das kann man mitnehmen. Und dann nehmen wir noch die Pille mit. Die ist ja dann einfach Ersatz. Sehr schön. Haben wir zwar jetzt alle Bomben aufgebraucht, aber was soll's. Go! Tschüss. So. 50% Chance auf Angel Deal. Komm schon. Yes. Was hast du für mich? Nice. Gut, nochmal besiegen muss ich ihn nicht. Da bringt mir nichts. Abflug. Sehr nice Geschichte bisher. Sehr nice Geschichte bisher. So, weiter im Programm. Kriegen wir noch ein HP ab? Dann haben wir schon 4 Herzen. Zack. Oh, auch cool. Gut, wir können schon mal aufladen. Warum nicht, ne? Oh, okay, wir brauchen dringend eine Bombe. Hier könnte noch was sein. Zum Beispiel ein Small Rock wäre ganz cool. Und selbst... Oh! Aber da... ja, gut. Da käme ich auch nur mit Bombe ran. Ich nutze fast nie die Brimstone-Viecher, ne? So, die habe ich mir geholt und ich setze sie einfach fast nie ein. Das ist schon auch dumm wieder. Mir schon bewusst. Don't hit me, please. Thanks. Wir brauchen dringend irgendwo hier Bomben. Aua. Ach, komm, geh heim. Oh, das nehme ich mal lieber mit. Das sorgt ja dafür, irgendwie mit mehr Ebenen, dass man irgendwie lernt zu fliegen, ne? Irgendwas war da. Die entwickeln sich irgendwie weiter, diese Batwings. Ich weiß nicht mehr wie, aber die entwickeln sich irgendwie weiter, habe ich mal gelesen. Entweder mit jedem besiegten Gegner oder jedem besiegten Boss oder keine Ahnung, oder jeder Ebene, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, wir spielen das mal weiter. Wenn ich dann nach genug Herzen habe, gehe ich noch den Stachelraum gucken. Gleiche Theorie wie vorhin, ne? Es fehlt uns nur noch ein Guppy-Item, aber falls ich jetzt zu viele Herzen verlieren sollte, weil ich mich wieder anstelle wie der letzte Horst, dann... Oh, wir haben Bomben. Wir haben noch eine Bombe. Okay, da ist der Boss. Geht der nicht kaputt da oben? Jetzt. Mach dich weg. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal Bossi machen. Das Weißherz lass mich natürlich liegen.
Okay. Den einen Geheimraum könnte ich noch auschecken. Okay, dann nicht. Gehen wir es mal Bossi machen. Gehen wir es mal Bossi machen. Yo! Alter, unser Damage ist insane. Sehr schön. Also, Kathedrale ist uns offen. Das Herz nehmen wir dann nachher noch mit. Jetzt weiß ich auch, wie viele Herzen ich hier noch übrig habe und kann problemlos einmal die Herzen opfern für den Stachelraum. Ja, leider war es komplett umsonst. Noch ein Gegner oder komme ich schon wieder raus? Okay, ich komme schon wieder raus. Ich dachte, da ist nur ein Gegner. Mein Fehler, alles gut. So rum muss ich rausgehen. Hier rum. Ach, da war die Kollegin. Da war der Stein, genau. Oh, es ist ein Crawl Space dabei. Abflug. Da rerollen wir doch mal, bis was Cooles kommt, würde ich sagen. Ist das nützlich im Sinne für das, was wir vorhaben? Eigentlich nicht so, ne? Einfach stillstehen und nicht getroffen werden ist cool, aber... Ich glaube, da gibt es bessere Items, die ich rerollen kann. Gerade wenn die Maschine noch nicht kaputt ist, können wir noch mehr rerollen. Oh, okay. Piercing Shots sind auch voll in Ordnung. Sehr in Ordnung sogar. Gut, coole Geschichte. Ja, weiter im Programm. Die Balls of Steel sind nach wie vor mein Notfall, falls ich zu viele Herzen verliere. Ne? Das ist mein Notfallschlüssel sozusagen. Im Moment würde ich es jetzt erstmal nicht einsetzen. Wir gucken mal, was so alles noch passiert. Jetzt erstmal... Oh, jetzt wäre ich da fast reingelaufen. Alter, ich hasse das. Wäre ich da fast reingelaufen. So, jetzt erstmal in die Kathedrale, ab nach oben. Auf zu Isaac. Ich weiß gar nicht, ob die Piercing Shots jetzt eigentlich sogar wirken, weil ich ja die Rainbow Tears habe, aber doch, ich glaube schon, die sehen schon piercing aus, die Shots. Die sehen... Oh, das war doof. Ja, die sehen schon sehr piercing aus, die Shots. Schon mal gucken, ich habe zwar aktuell keine Bomben, aber... nee, doch, habe ich. Oh, okay, wo kommen die denn her? Aber schon mal gucken, ob wir irgendwo blaue Steine haben. Hier sehe ich nichts. Jetzt haben wir da wieder so einen Stachelraum, aber den auch hier wieder machen wir natürlich erst... wenn wir klar sein können, dass wir uns den leisten können. Sonst machen wir den natürlich nicht. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Ich könnte jetzt so lange hier bleiben, bis der Magneteffekt einsetzt. Weiß nicht, ob ich das machen soll. Wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Na, das Glück, dass jetzt zufällig der Magneteffekt kommt, wird wohl eher nicht auf meiner Seite sein. Yo. Da muss ich mich reinspringen, ne? Ja, da muss ich mich reinspringen. Wichtig ist, ich muss 4 Schlüssel behalten für die Chest. Oh, okay. Merken wir uns, dass die hier ist? Merken wir uns.
Das wäre dann eigentlich sogar eine Überlegung wert, zu sagen, ich gehe in den Stachelraum und verliere nur ein Herz, weil ich mich dann hier zu Isaac porte. Das wäre eigentlich eine Überlegung. Jetzt schauen wir mal, was die anderen Räume noch so bringen. Okay. Oh. Nein, ich wollte es eigentlich so sprengen, dass da die Flammen mit draufgehen. Aber dann machen wir das so. Ich hätte es mit dem Viech gerne gemacht. Da hätte ich mir die Bombe gespart. Aber es ist okay. Kein Drama. Irgendwelche Explosionsgegner hier? Nee, schade. Ah, der ist aufgegangen. Nee. Eine braune Kiste brauche ich nicht. Hier, die zwei Augen machen einen Abflug. Sehr schön. Vorsicht vor dem Stachel in der Mitte. Und da ist der Boss. Dann würde ich sagen, gehen wir erst Isaac. Und dann können wir Emperor sogar mitnehmen für die Chest. Weil wenn ich ihn jetzt eh schon gefunden habe, dann hinporten ist natürlich Schwachsinn. Dann wissen wir auch, wie viele Herzen übrig bleiben. Ne? Dann weiß ich auch, was ich mir leisten kann. Kann ja sein, dass es schief geht. Dann riskiere ich es lieber nicht. Drei Bumps. Ist hier irgendwo ein cooler Stein? Sehe ich aktuell nicht. Wir gehen erstmal Isaac. Wir gehen erstmal Isaac besiegen. Ah, verflucht. Einfach reingerannt. War schon wieder dumm. Mach dich weg. Komm schon. Tschüss. Ach, komm, dumm. Blöde. Yo, ach so, aber haben wir ja schon. Ich wollte gerade sagen, yo, wir müssen in Void gehen. Nee, haben wir ja schon. Ich will ja gar nicht in Void gehen. Okay. So. Jetzt folgende Situation. Ich würde gerne mehr blaue Steine noch hier versuchen zu finden. Oder zumindest mehr blaue Herzen hier zu finden auf der Ebene. Wäre wünschenswert, wenn da noch irgendwas geht. Also hier Steine gucken, Steine gucken, Steine gucken, Steine gucken. Leider sieht es hier nicht nach irgendwas Brauchbarem aus. Schade. Schlüssel sind gut. Steine wären besser. Oh, Vorsicht. Ich wollte gerade sagen, der könnte wehtun. Ich setze mal Balls of Steel ein. Ah, der könnte auch... Na! Ja, komm. Wir holen jetzt die Emperor-Karte und gehen in die Chest. Ist in Ordnung. Wir holen jetzt die Emperor-Karte und gehen in die Chest. Ich muss nicht noch Guppy werden. Ich muss nicht noch Guppy werden. Ich hau das Blue Baby auch so weg. Ich riskiere hier gerade nur getroffen zu werden. Und das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn, was ich hier veranstalte. Das ist kompletter Schwachsinn. Hier noch kurz mal die Steine checken. Wenn da irgendein Stein bei einem Feuer zumindest...
was wäre, aber das ist halt nicht der Fall. Schade. Ich könnte versuchen zu gucken, ob hier ein Itemraum ist. Ja, Geheimraum. Dann könnte ich das Feuer da oben mitnehmen und die Dings. Ah, war ein Versuch. Aber dann holen wir uns die Emperor-Karte. Und das blaue Herz kriege ich leider nicht. Dafür müsste ich halt zufällig den Magneteffekt jetzt bekommen. Aber das passiert nicht. Dann ist es halt so. Dann gehen wir jetzt auch nicht hier in diesen Stachelraum rein. Wie gesagt, das ist nicht zu riskant. Es kostet mich 2 Herzen. Und es ist nicht gesagt, dass ich mit 2 Herzen da rausgehe. Und daher war's das. Mehr kann ich nicht tun. Ich könnte noch... Ja, hier könnte das sein. Also für 2 Schlüssel nochmal. Ist okay, aber ist auch jetzt nicht. Das große Ganze ist egal. Ist drauf. Wir gehen. Wir haben ein bisschen weniger Energie, als ich eigentlich wollte, aber es ist okay. Damit muss ich leben. So, jetzt gucken wir erstmal, was es für Items da oben noch gibt. Beim Blue Baby. Und haben ja Emperor dabei. Ach so, fuck. Mega Satan. Was macht das? Aha. Ach, das ist wahrscheinlich wie, ja, verstanden. Ah, das ist ein Glückskeks erkannt. Das ist wie die Weissagender-Maschine, nur halt 2 Räume zum Aufladen immer. Jo, wollen wir jetzt Satan, Mega-Satan gehen, oder wollen wir... Oh Gott, was gehen wir denn jetzt? Ich kann nicht beides machen, oder? Also einen Raum muss ich auf jeden Fall noch spielen, dass es sich auflädt. Ah, scheiße. Ich habe gehofft, ich werde nicht getroffen. Yo! Da kriege ich nochmal ein HP ab mit. Nice Geschichte. Ja, wie ist das jetzt? Gehen wir Mega Satan? Ja, wir gehen Mega Satan. Aber soll ich noch einen Raum vorher gucken? Nee. Nee, ich riskiere hier nichts mehr. Ich riskiere hier nichts mehr. Abflug. Moin. Ich hoffe, du bist nicht ganz so schlimm wie in der Challenge. Nein. Nein. Oh Gott. Ey, ich renne überall rein. Krieg ich irgendwie Herzen bitte zurück? Ich meine, ich weiß, dass ich 9 Lives habe, ne? Also ich starte immer wieder mit einem Herzen. Ich kann Dinge tun. Aber ich glaube, so wird es nichts, was ich da vorhabe. Ich kann keine Herzen gerade zurück, ne? Blöd. Yo, das sind jetzt die richtig vielen richtig. Oh Gott, das wird nix. Ja, ciao. Jetzt starte ich aber hier. Okay. Also Mega Satan hat sich damit erledigt. Aber ich habe nichts zu verlieren, indem ich die Räume noch durchgucke. Oh weia. Oh weia.
Wir hätten für Blue Baby gehen sollen. Wir hätten mit der Energie, die ich hatte, für Blue Baby gehen sollen. Kann ich nochmal so ein Ding haben, bitte? Schade. Wheel of Fortune. Komm, blaue Herzen und dann ab zu. Blaue Herzen und dann ab zu Blue Baby. Blaue Herzen und dann ab zu Blue Baby. Komm. Scheiße. Aber apropos Wheel of Fortune. Ich könnte ja mit dem Glückskeks sammeln. Ich lade meine Chest auf, meine Kiste da. Du darfst mich nicht treffen, Kollege. Sonst habe ich Probleme. Ich muss hier durchkommen, ohne getroffen zu werden. Sehr schön. Ja, ich lade meine Kiste hier auf. Und wenn die aufgeladen ist, schnappe ich mir den Dings, lade den auf. Dann hoffe ich, dass das funktioniert. Noch so einer. Nein! Oh nee, jetzt war wieder ein Treffer darin. Ich glaube, das bleibt auch nicht aufgeladen, wenn ich sterbe, oder? Bleibt es aufgeladen? Oh Gott. Wir werden es gleich erfahren. Es bleibt aufgeladen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann kann ich es ausprobieren. Dann kann ich durchprobieren. Das war jetzt kein so schöner Raum. Wir gehen mal hier rüber. Ja, den Raum kann man mitnehmen. Okay, den Raum sollten wir hinkriegen. Ich muss nur aufpassen, wo das Loch ist, wo der Typ auftaucht. Okay, wir sind aufgeladen. Ah, shit, ey. Ich kann noch Geheimraum suchen. Das kann ich auch noch machen. So, dann nehme ich den Kollegen jetzt mit. Den kann ich jetzt auch aufladen. Kann auf blaue Herzen hoffen. Wir gucken mal, was passiert. Kritisch hier. Kritisch. Nein! Blöder Treffer. Aber den Raum schaffen wir. Es darf nicht wahr sein. Das sind so einfache Gegner. Und ich lasse mich von denen gerade komplett zum Horst machen. So. Oh, Vorsicht vor dem Scheiß auf dem Boden. Ja, ich muss ja... Oh, wo muss ich denn... Wo soll ich denn hinlaufen? Mist. Ah, ist das Kacke. Ah, ist das Kacke jetzt wieder hier. Habe ich da schon geguckt? Nee, das ist aber auch nichts. Mist. Oh, ich krieg kein blaues Herz mehr zusammen. Das ist mein letztes Leben. Ich schaffe mit der Energie, schaffe ich den Ding nicht. Shit, 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 shit. Ah, ich hätte mit der Energie zu Blue Baby gesollt. Ich hätte Megasata nicht herausfordern sollen. Das war dumm. Das war stupid. Problem ist, mit einem Treffer bin ich down. Scheiße. Das nächste Problem ist, ich habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit. Ich habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit, um nochmal aufzuladen. Fuck! Nein! Ich wollte gucken, ob da unten noch was wäre.
Ja, das kann ich knicken. Scheiß drauf. Ja, ist egal. Kommen wir auch wieder hin. Wir kommen wieder hin. War doof. War doof. Wir haben Isaac, aber das war's dann auch. Ah, Mist. Ich hätte zu Blue Baby gesollt. Ich hätte von Anfang an zu Blue Baby gesollt. Scheiße. Einmal wieder eine falsche Entscheidung getroffen. Naja. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.